Willkommen zurück zu Space Engineers. Ich habe eben, ist auch scheißegal, ich habe nämlich eben mal wieder einen Fehler gemacht und habe nur geredet, ohne dass ich tatsächlich aufgenommen habe. Ist natürlich super schlau gewesen, darum geht es jetzt aber nicht. Und zwar wollen wir jetzt hier in die ersten zwei Parts waren jetzt mal ein bisschen rumschauen. Und jetzt werden wir auch mal was bauen, beziehungsweise fortsetzen zu bauen. Ich habe nämlich schon mal die Drecksarbeit erledigt. Seht ihr es oder seht ihr es nicht? Denn hier habe ich mal eine Meteoritenraumstation gebaut. Also auch so ein bisschen getarnt. So, und zwar kann man die Steine auch einschalten, habe ich rausgefunden, mit P. Und man kann Flugzeuge, das kann ich gerade nochmal zeigen. Nehme ich mir jetzt mal raus. Hier am Boden festmachen. Mit. Ich glaube auch P mit Fahrwerk, genau. Und jetzt hatte ich verfolgt. Ich wollte die Wände natürlich nicht so lassen in der Raumstation. Das wird ja alles ja, also da werden Räume draus. Und deswegen müssen wir doch jetzt mal das hier ein bisschen zusammenbauen. So, ist dann auch vom letzten Mal losgehauen. So, jetzt geht's auch wieder. Wollen wir schön hier rein. Ich hoffe, das erfüllt seinen Zweck. Ist da irgendwie Wasser noch so ein bisschen, oder? Ja, das ist ein bisschen. Da will ich das jetzt wieder sehen. Ja, das ist ja super. Was haben wir denn hier jetzt? Jetzt haben wir hier Gesteinsbrocken. Yeah. Was soll... Hallo? Na super. Oh. Hier ist keine Schwer... Hier ist Schwerkraft. Und da setzt die Schwerkraft aus. Das sieht geil aus. Warte mal, kann man sehen, wenn eins hier reinfliegt, dass es runtergezogen wird? Ah, da. Cool. Ah, jetzt will ich mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich hier so ein Teil hinsetze? Puh. Und schon fliegen sie wieder nach oben. Das ist ja cool. So. Bauen. Ich habe mir schon überlegt, die Außenwände von der Station. Die Station soll blau werden. Ja. Die Außenwände machen wir aus dem harten Material hier. Aber wie machen wir die so? Das muss ja auch irgendwie einheitlich sein. Ah, jetzt muss ich hier echt alles freibuddeln. Mann. Läuft auf jeden Fall super. Wenn es nicht geht, machen wir es anders. Huch, hallo? Wow. Okay, wir machen es nicht anders. So. Das ist... Oh, wegen diesem Stein... Da werden wir da ja Probleme kriegen. Gut, dass wir da noch nicht sind. Na super. Also. Gut, wie mache ich das denn jetzt mit der... Oh Gott, das wird sau viel Arbeit. Jetzt ziehe ich erstmal eine schöne Linie. Oh, hätte ich Schwerkraft ausgesetzt. So, Deckenhöhe mache ich so zwei Blocks immer, da ist schön Platz dann auch noch. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Denn man hat hier, also anders als in Minecraft, eine viel bessere Reichweite.
hier als Beispiel jetzt mal. So. Da läuft es schon mal besser. Und es setzt sich auch schön in den Stein rein. Das ist praktisch. So. Was ich ja auch cool fände, wäre, wenn man so Lautsprecher anbringen könnte. Zum Beispiel dann was reinsagen könnte. Und dann wird es als Dauernachricht wiederholt, so wie die Krankenstation befindet sich auf der Ebene 2. Die Waffe, das Waffenarsenal befindet sich auf der Stufe 3. Die Triebwerksvorräte, keine Ahnung, befindet sich auf Stufe 97. Das fände ich irgendwie ganz cool. Und dann noch Schilder aufhängen und so ein Mist. Das gibt's ja bei Minecraft alles. Hier gibt's ja noch nicht. Oh je, nee, hier werden wir noch viel zu bauen haben. Ah, jetzt hab ich da ein Loch reingemacht. Ah, jetzt ist es auch blau, verdammt. Bäm. Oh Mann, hier sind, das ist echt noch ein bisschen blöd. So. Das wird jetzt die Decke hier. Nicht da unten. Alter, das ist doch blöd. So. Das fülle ich jetzt erstmal mit diesem blauen Kästchen aus. Verbesserungen kommen da eventuell noch. So. Okay, dann haben wir hier jetzt mal einen Raum, den bei dem Hangar, was wir aus dem machen, habe ich jetzt noch nicht entschieden. Was die Stromversorgung für die Station angeht, habe ich mir schon was ausgedacht. Und zwar wird die sich nicht hier befinden, sondern eine Etage drunter. Denn ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich nur hier baue. Und ich muss hier mal... Das ist blöd hier, dass die Wände so ungerade sind. So. Und zwar, das kann ich gerade mal zeigen. So, zwei. Wieder mal runter. Okay. Zwar haben wir hier unten ja noch eine richtige Menge an Platz. Und die werde ich nutzen, indem ich allein hier unten das reserviere für die Stromversorgung. Vielleicht werde ich hier noch ein paar Notfallreaktoren hinhauen oben. Aber im Grunde genommen habe ich da Großes vor. Was Florian angeht, den Mitstreiter hier, der noch nicht mitstreitet. Weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich momentan noch nicht so. Weil der hat so eine Download-Rate von guten 5 Kilobyte die Sekunde. Ich meine, da wo der wohnt, das ist schon mal richtig heavy da oben. So die Bauern unterwegs noch. Und die hauen richtig alles raus da oben. Und Empfang hat man da oben auch nicht, weil die Angst haben, dass die Kühe da irgendwie verstrahlt werden. Natürlich. Und deswegen, es kann noch dauern bis Juli, glaube ich, oder so ein Scheiß irgendwas. Aber dann hat er eben hier hin eine gute Leitung, yeah. Und was ich hier mache, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das mache ich mal, wenn ich mal aufhöre zu aufzunehmen, sammle ich das alles mal ein. Das wird super Arbeit, freue ich mich. Vor allem, das bewegt sich auch noch, das heißt, es wird in alle Ecken oft rumgestreut. So. Wir befinden uns mal wieder mitten in der Nacht. Ich nehme irgendwie nachts auf. Ich bin eine Nachteule. Uhu, nein. So. Kriegen wir das dann noch rein? Nö. Gut. Blau, das sieht cool aus, irgendwie so blau. Ui, da irgendwo eine Tür reinmachen, aber ich weiß ja nicht, wo ich den nächsten Raum anfange. Das ist sehr kompliziert alles. Ich muss dann halt so wellig machen, das ist. No, muss ich wieder abbiegen. Ich mach jetzt erstmal die Außenfassade. Ach, hier geht's wieder nicht weiter, das ist doch blöd.
Ich nehme übrigens mit Shadowplay auf. Das ist ja von Nvidia. Kostenlos ist ja ganz toll. Was die Sache ausgeht, man kann ja auch Mikro mit aufnehmen, aber hat sich bei mir jetzt bis jetzt noch nicht so toll gezeigt, habe ich mal gemacht. Also man hat mich null gehört. Weiß nicht, ob das jetzt an meinem Mikro liegt oder ob das jetzt daran noch liegt. Es war am Wochenende auch noch irgendwie nicht verfügbar. Es ist ja auch noch in der Beta, muss man dazu sagen. Ach, jetzt kommt man natürlich direkt an dieses Steinchen hier dran. Na. So. Na, jetzt kommen wir wieder nicht weit, wegen dem Steinchen. So schnell bauen. Da unten könnte man die... Hier könnte man die Notfall-Dinger reinbauen. Das mache ich auch mal direkt. Ah, ne, da kommt man ja nicht... Ne, da kommt man nicht dran. Das ist blöd. Die mache ich irgendwo anders später mal hin. Ach, das geht hier auch nicht. Der ist zu nah da dran. Das geht genau bis hier. Hier ist genaue Planung gefragt. So, mal gucken, ob das... Ach, das ist hier blöd. Das... Komm, da gehe ich jetzt nochmal mit dem Bohrer ran. Kann ja nicht schaden. Hä? Woran hängt das jetzt noch? Daran wahrscheinlich. Ja. Hä? Oh Mann, die Steinchen hier. Ich hätte es besser gelassen, ey. Aber hey, wir haben viel Platz dazu gewonnen, deswegen. So, geht das hier klar? Okay, das geht. Na, jetzt läuft's doch. EP läuft. So. Jetzt mal so gesehen, da unten müssen wir noch ein bisschen ausfüllen. Bam, bam, bam. So, das ist klasse da unten. Ja, hier haben wir schon Schwerkraft. Kann ich hier alle wieder mal. Blöd, dass hier noch keine Staubsauger gibt. Wäre jetzt hier verdammt praktisch. So. Jetzt haben wir hier die Außenfassade. Hier. Oh Gott. Jetzt erstmal überlegen, was mache ich eigentlich mit diesen ganzen Räumen. Ich wollte auf jeden Fall erstmal hier eine Tür rein. Also hier. Ne, das ist blöd hier. Dann drehe ich das. Einmal aufmachen. So, bis jetzt habe ich ja nur den einen Generator, der reicht aber bis jetzt noch für alles. Also lang für alles. Aber da kommt ja noch richtig viel dazu und es muss ja auch alles beleuchtet werden. Ah, was wir hier für einen Platz verschenken. Mann. Das ist eigentlich schade, aber es soll ja auch in irgendeiner Weise gescheit aussehen. Von außen muss ich die Tarnung auch noch befessern. Verbessern. So. Jetzt können wir hier schon mal mit der Inneneinrichtung beginnen. Ich würde sagen, na, bauen wir eh alles jetzt mal aus diesem Metall. So, dann das hier durchhauen. Zack. Zack. Ich lasse jetzt mal alle Türen offen. Gehen wir hier durch. Aber was machen wir hier jetzt? Mal überlegen. Ich würde sagen Krankenstation. Weil man kommt gerade aus einer Schlacht, landet hier und dann braucht man eine Krankenstation.
Erstens Krankenstation, Fertigungsroboter.